Siebener Seele, Bro. Lisa, wie geht's dir? Freust du dich auf das Game? Madam, Sir, das Schiff liegt vor New Eden vor Anker. Ein Beiboot steht zu Ihrer Verfügung. Ich glaube, das ist die erste größere Produktion von den Jungs und Mädels. Ich habe von Wolken geträumt. Große, weite, flauschige Monster, tief über dem Meer. Powerwash-Simulator, Alter. Dennis, 15er Stream-Serie, Alter. Du bist ja fleißig am Sammeln hier, Alter. Ich träumte vom Abgrund, in den dunkelsten Weiten des tiefsten Ozeans. Guten Morgen, mein Schatz. Guck mal, wie heißt der? Der heißt einfach Red, du, mein Geliebter. Sind wir in Neuengland? Willkommen in Amerika. Irgendetwas beunruhigt dich. Der Brief von Charles. Wieso? Dieser Geist muss sehr gefährlich sein. Denn sonst würde er ihn selbst vertreiben. Dann muss er eben doppelt zahlen. Ich meine es ernst. Die Sache ist sicher nicht einfach, wenn der Reverend selbst Hilfe braucht. Red, mach dich auf alles gefasst. Red, ich werde vorsichtig sein, Herrin Duarte. Euer Lehrling ist bereit zu dienen. Komm, Antea, wir müssen los. Und ich muss mal. Antea und Red. Rory McGrath, galant bis zum Schluss. Leben den Lebenden. Tod den Toten. Da wäre zum Beispiel unser Liebespaar Antea und Red. Die besten Verbanner, die ich je kenne. Einen wunderschönen Waldtag, Leute, ist so. Das Leben gehört den Lebenden, heißt es. Und Tod den Toten. Doch so einfach ist es nicht. Seit Anbeginn der Menschheit verweilen die Toten auf der Erde. Ob tot oder lebendig, wir sind komplexe und emotionale Wesen. Die Fesseln, die uns binden, sind zahlreich und verworren. Seit wir denken können, kämpfen Verbanner darum, diese Fesseln zu lösen. Der Tod ist belanglos. Er ereilt jeden von uns. Hast du das auch geholt, Stefan? Was einem wirklich Angst machen sollte, ist die Frage, ob man danach in Frieden ruhen wird. Auf jeden, jetzt wieder gesund bin. Charles Davenport sollte es wissen. Die Heimsuchung von New Eden hat mich zu Tode erschreckt. Ich wünschte, ich hätte meine Freundin nie gebeten, herzukommen, den Flug zu brechen. Da kann ich nicht allzu lange bleiben. Hast du auch schon losgelegt? Geil, Bro, Alter. Dir auch viel Spaß mit dem Game. Ich habe nur die ersten 10 Minuten geguckt, Alter. Du hast einen Trailer mir gegeben, direkt gekauft, Alter. Sind wir echt im Juni? Wie ist denn erst der Januar? Wenn ich mir im Sommer den Hintern abfrieren wollte, wäre ich in Schottland geblieben. London war auch nicht viel besser. Schau an. Kalt wie der Arsch eines Bischofs und doppelt so weiß. Ich muss schon sagen, ich bin etwas enttäuscht. Charles hat nicht gelogen. New Eden ist kalt wie der Tod. Du kannst zu Recht enttäuscht sein. I love you too. Hey, Caro, ich grüße dich. Dir auch einen wunderschönen Mittwochabend. Ich hoffe bloß, er ist in der Taverne. Mit einem heißen Grog. Oder zwei. Lass uns mal überraschen. Ich hab genug von den langen, öden Seereisen in düstere, ferne Länder.
Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal nicht gearbeitet haben. Nach zwei Stunden passiert natürlich gleich was Tragisches. Irgendwohin, wo es warm und sicher ist, wo keine Toten herumlungern. So einen Ort gibt es nicht. Aber schön wäre es, ja. Der Trailer sah natürlich gestern mega aus, und die Trailer, die wir uns angeschaut haben. Hab ich schon erwähnt, wie trostlos dieser Ort ist? Ja, ich hatte dich schon verstanden. Aber ich kann dir auch nicht widersprechen. Andreas, wie geht's dir? Bist du fit? Bist du gesund? Du warst ja auch noch ein bisschen angeschlagen. Das musst du nicht trinken. Wir haben uns so gefreut, ne? Und dann trinken wir alle so einen Schluck und... Ich denke, wir können hier durchgehen. Aber sicher doch. Bin der Einzige, stolpern wir durch dieses verrottete, verfallene Haus. Wie gesagt, kleineres Studio, ne? Haben bisher solche Sachen wie Life is Strange gemacht. Müsste sicher sein. Okay, Marc, bis gleich, Bludi. Das erste größere Projekt von denen. Antea? Hauptprotagonisten sind Antea und Red. Pass auf! Warte, guck mal, ich hab glaube ich. Ach, du hattest recht. Wieder einmal. Liegt es an mir oder sind wir hier nicht willkommen? Bleib dran. Ich werde einen Weg finden, dich zu treffen. Schön, dass du reinschaust, Mali. Ich hab dich gerade schon bei TikTok gesehen. Wird bestimmt wieder ein Game, was für mich ist. Ey, also ich glaube wirklich, das Game wird uns eingefallen. Also ich erhoffe mir sehr, sehr viel von dem Spiel. Ich hoffe mir sehr, sehr viel vom Spiel. Ich bin nur doof, Mann. Ich habe das so impulsiv direkt gekauft. Ich hätte mir bei MMO gar erstmal Guthaben holen sollen. Das ist doch meistens günstiger, ich Vollidiot. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Oh, dankeschön, Tobi. Vielen Dank, Ludi. Danke, 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 danke. Leute, zur Info, ich habe den Orgasmus-Sound ausgestellt. Weil ich auf TikTok auch live bin. dass ich nicht wieder gebannt werde. Habe ich diesmal dran gedacht. Letztes Mal habe ich es leider vergessen gehabt. Ja, jetzt erst mit Leute, ne? Tutorial und so. Ihr wisst am Anfang immer. Okay, oben haben wir schon mal R1. Oh, die Effekte sehen schon schön aus. R1. Andreas, vielen Dank für den Gamecontroller, Bludi. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oh, Doppelsupport. Taktische Steuerung. Mit rechten Stick, wie sehen wir die Gegner an? Mit R1 leichter Schlag, R2 schwerer Schlag. Alles in Ordnung da unten? Nur ein heimtückischer Wanderer. Valia, wie findest du bisher The Witcher 3? Wollte ich dich fragen. Ein Brief, alt und feucht. Lieber Cousin, diese Farce, die sich New Eden Town nennt, hat lange genug gedauert. Du hast alles versucht, um dort etwas für dich aufzubauen. Aber wenn die Geschehnisse aus deinem Brief wahr sind, dann bei Gott, pack deine Sache und verlasse mit deiner Frau und deinen geliebten Kindern diesen gottlosen Ort. Kommt nach Providence und lebt bei uns. Hier kannst du das Land bearbeiten und ihr könnt bei Simone und mir wohnen, bis ihr eine eigene Wohnung gefunden habt. Bitte, ich flehe dich an, komm zu uns. Wir sind eine Familie und die Kinder sind hier sicherer. John James, Providence, 8. September 1694. Nein, nein, kommt auch viel Action, keine Sorge, kommt auch viel Action. Aber ist halt schon so ein Action-Adventure, wo du viel Dialoge führst. Dafür hat das Spiel auch wirklich starke Auswirkungen. Die Entscheidung, die du triffst. Das ist manchmal ziemlich hinterhältig. Und Texte und so, alles schön auf Deutsch. Die Protagonisten reden auf Deutsch. Aber glaubt mir, das ist nicht. Ich habe es nicht ohne Grund 7-mal durchgespielt. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Ich liebe The Witcher, wirklich. Leder plus 8 haben wir gefunden. Wahrscheinlich schon mal das Crafting-System. Vor allem die Add-ons sind sehr, sehr stark, sag ich dir. Sehr stark.
Boah, danke schön, Kado, vom ganzen Herzen. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Wirklich, danke schön, Leute. Das Ende war gestern ganz schön Dings, ne? Ja, mich kann keine Kiste aufhalten. Erstmal fett Gänsehaut gekriegt. Ja, Mann. Wir haben euch infiziert, Alter. Mit Liebe. Wer weiß, wie lange diese Leute schon tot sind. Ob das die ursprünglichen Siedler sind? Das verheißt jedenfalls nichts Gutes. Kann ich hier runter? Nein. Ich liebe, was könnt ihr jetzt für eine Red Bull-Dose aufmachen? Ist das Spiel laut genug, Leute? Das Sound passt. Die Verbannungsanzeige wird durch Angriffe mit deinen Waffen gefüllt. Wenn die Verbannungsanzeige voll ist, drücke X, um dein Ziel zu verbannen. Jetzt gehörst du mir, schwächlicher Dämon. Ah, okay, mit der Fackel verbannt man die. Erstmal angreifen. Ausweichen auf Kreis. Ja, ehrlich. Ich mag es auch gar nicht, diese großen 05er-Dosen. Ist mir zu viel. Eine Notiz, feucht und blutig. Auch wenn diese Worte mit der Zeit verloren gehen könnten, muss ich sie niederschreiben. Das Datum? Ich weiß es nicht. Nur, dass es der Monat Juni des Jahres 1695 ist. Ich hielt Providence für sicherer und hoffte, endlich die Kinder wiederzusehen. Ich sehnte mich nach den goldenen Weizenfeldern voller Kinderlachen. Nun ist ihre Mutter tot und ich werde ihr bald folgen. Etwas Heimtückisches streift durch die Straßen. Schreckliche Geister ergriffen uns. New Eden, verflucht, flieht, wenn ihr das lest. Diese Leute haben New Eden Town erst vor ein paar Tagen verlassen. Was geht hier eigentlich vor? Das gehört schon verboten, ehrlich. Oh, bitte, trink es nicht. Ich schick's dir per Post von mir aus, kannst es haben. Nie wieder. Ehrlich. Boah, so eklig. Halte R2 gedrückt, um einen aufgeladenen Angriff auszuführen. Aufgeladenen Angriff? Okay, zu spät. Oh, Glück oder Unglück, wenn du es trinkst. Vertrau mir. Es reicht. Ich wurde gewarnt, ich wollte nicht hören. Boah, so eklig. Wirklich, die haben das gesagt, ich hab's nicht geglaubt. Ich will mich mal selbst überzeugen, aber es ist so schrecklich. Das Google mal pinkes Red Bull auf TikTok, Alter. Die Lage ist schlimmer als gedacht. Warten wir ab, was Charles zu sagen hat. Ich glaube, wer sowas trinkt, Alter, der... Weiß nicht, Alter. Der ist doch Küken oder so, keine Ahnung, mal, Alter. Leere Docks in einer wachsenden Siedlung? Das ist nie ein gutes Zeichen. Alles verfällt, sitzt jetzt muss ich jetzt probieren. Voll herum. Ich bin so genau gespannt, das, Alter, wie du es findest, tun? Ehrlich. Ich bin echt gespannt. Echt gespannt. In der Stadt müssen wir uns vielleicht aufteilen. Das sieht schon schick aus, um mehr Speed abzudecken. Du kannst dich auf den besten Schüler verlassen, den eine Verbannerin haben kann. Mal sehen, ob du dich an deine Ausbildung erinnerst. Packst du es? Immer doch. Ich habe mich so gefreut, wo ich das entdeckt habe. Ich hab gleich 3 Stück mitgenommen. Oder 4 Stück habe ich mitgenommen. Für mich 2 und für die anderen beiden auszuprobieren, falls es gut ist halt. Beide haben es weggeschmissen. Meine älteste Tochter hat es weggeschmissen. Ich bin der Einzige, der es ausgetrunken hat. Einfach nur, weil mir das Geld zu schade war. Ein Brief zu Senna. Vor Tagen haben wir zuletzt etwas gegessen. Die Stadt leert sich jeden Tag mehr. Die Leute riskieren lieber die Kälte, als zu bleiben. Laut dem Minister ist Hilfe unterwegs, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Oder wie viel Zeit noch bleibt, bis die nächste Krankheit uns alle dahin rafft. Ich vertraue diesen Brief meinen Nachbarn an, in der Hoffnung, dass er dich erreicht. Wenn sich nichts ändert, werde ich selbst versuchen, den Wald zu durchqueren. Ich höre, dass sich die Leute zu Gruppen zusammenschließen, um die Wildnis sicher zu durchqueren. Möge Gott uns helfen. Sarah.
Die Leute ich wollte verlassen es auch, quälen, trinken, aber es ist nicht. Leer. Ich habe Nase zugehalten und einfach runter damit. Ich habe gedacht so, ein Schmerz, einmal schmerzhaft und das war's. Jetzt würde man sich und irgendwie Hunger trieben sie aus der Stadt. Sie dachten, der jüngste Tag sei da. Das gleiche habe ich zu Hause gesehen. Irgendwas aus dem Finger ziehen. Recht verwaist diese Stelle. Nicht mal ein Stallknecht da. Und keine Pferde. Ich hoffe, ihr lasst wenn mich hier nicht komplett umgucken und das Spiel erstmal so ein bisschen kennenlernen. Dann haben sie wohl ihre Pferde gegessen. Pferdewurst. Lecker. New Eden Town. Diese Stadt ist wie ausgestorben. Was sind denn alle? Ja, ja, hab ich gesehen. Ich hab gesehen, wie. Suchen wir das Gasthaus. Also besser gelesen. Das wir müssen Charles finden. Wie manche geschrieben haben, bestes Red Bull bisher. Es wird schön sein, Charles und Esther wiederzusehen. Wir müssen uns immer die Predigt über die Heilige Ehe anhören. Ermittlungsgebiet, du hast den Ort deines aktuellen Ziels erreicht. Dein Kompass zeigt nun an, dass du. Ich in Esther würde es nicht wagen. Suche nach dem und Gasthaus. Wir brauchen kein Stück Papier, das uns auf ewig eint. Ja, das hast du ihr gesagt. Was hier? Guten Tag, Herr. Ich nehme an, ihr seid die Verbanner von Haskell. Antea Duarte. Das ist Red McGrath. Hugh Batchelor. Der Gouverneur ließ mich das Schulhaus für euch herrichten. Auch gut, Bro, auch gut. Es ist nicht mehr in Gebrauch. Wäre das alles? Wir werden in der Taverne erwartet. Wo finden wir die? The King's Arms. Ihr könnt es nicht verfehlen. Die Lampen sind angezündet. Die Schule ist jetzt ein Schlafsaal. Und das Haupthaus kalt und dunkel. Hab ich das schon gemacht? Hab ich schon zweimal gespielt, Bro. Aber die Taverne leuchtet noch. Das ist niegelnagelneu, das also ist erst gestern rausgekommen. Wir sind dankbar für solch kleine Gnaden. Vielleicht gefällt dir das hier auch. Wo sind die Kinder? Einige starben an Fieber. Wir sahen das Unheil kommen. Wir dachten, wir müssten sie alle begraben. Wir haben die Kinder in Sicherheit gebracht. Wir haben sie weggeschickt. Das war bestimmt nicht einfach. Weder damals noch heute. Nein. Nein, das ist es nicht. Muss ja auch mal langsam was Neues her, ne? Wir können nicht mehr nur alte Spiele spielen. Was Neues und wünscht uns Glück. Dann viel Glück. Für euch beide. Ja, bei den Rezessionen, das wird sehr, sehr gut sein, das Game. Das Werk des Teufels. Die Stadt ist voller Sünder. Zur Hölle mit den Anbetern des Bösen, die des Teufels Werk tun. Wir hätten sie alle wegschicken sollen. Gott wacht über uns und wir leben ohne Zwang mit verräterischen Lügnern. Mich werden diese singenden Dämonen nicht erwischen, aber die Schwächeren könnten sie verderben. Mögen Eifer und Gebet unsere Seelen in dieser schweren Zeit segnen. Was auch immer hier vor sich geht, ist vermutlich schlimmer als das Werk des Teufels. Ist wohl so, wenn sie einen schottischen Katholiken unbehelligt herumlaufen lassen. Also ich feiere da schon mal, dass die beiden sich halt so viel unterhalten, ne? Dadurch wirkt das Ganze ein bisschen lebendiger. Da ist das Gasthaus. Ich hab den gar nicht gesehen, den Kompass, Alter. Ich hab den Kompass gar nicht gesehen. Wieso Witcher, Bro, hab ich schon siebenmal durch. Ich hab's zweimal auf Todesmarsch durch. Und ich hab alle, Charlie, alle Hexer durch den Großmeister. Wir sind da. Schenk uns einen Drink ein. Na, endlich. Verbanner, bitte, kommt rein. Es ist kalt, daher darf sich eure Hilfe entsetzen, ja? Während wir reden. Ich bin die Hilfe, sie ist der Boss. Und du bist nicht Charles. Mein Name ist Antea Duarte. Das ist Witcher 3, ist mein Lieblingsspiel, das ist mein Partner Red McGrath. Guten Tag, die Herren und die Dame. Also, wo ist Charles? Ich. Pastor Davenport sagte, dass Hilfe auf dem Weg sei. Breiten Sie sich nur weiter rein, Fairfax. Guten Tag. Pennington, Hauptmann der Bürgerwehr. Das ist Thickskin Newsmith. Wir sind die Stadträte. Oder was von uns übrig ist. Warum ist Charles nicht hier? Unser Beileid.
Wir werden für seine Witwe tun, was wir können. Der Reverend ist tot? Seit wann und wie? Schrecklich. Obwohl unser Glaube uns stärkt, stehen wir alle noch sehr unter Schock. So geschockt von der Ermordung von Reverend Davenport sind wir, dass wir hier gemütlich hocken müssen und wertvolle Zeit verlieren. Als Gouverneur der Kolonie New Eden ist das meine Pflicht. Was tun wir hier eigentlich? Sitzen rum und warten darauf, dass uns dasselbe Schicksal ereilt. Dabei könnten wir schon meilenweit weg sein. Ich glaube schon, Bro. Macht, was ihr wollt. Ich habe vor, weiterzuleben. Die gute Dame kann sehr schroff sein. Vergebt ihr und seid versichert, dass ihre Fähigkeiten ihre Manieren bei weitem übersteigen. Oder deren Fehler. Sie hat dennoch recht, Fairfax. Wir stehen hier und tun nichts. Wie Lämmer, die zur Schlachtbank geführt werden. Die Verbanner sind hier. Dank ihres Fachwissens werden wir vielleicht doch Erfolg haben. Dann dürft ihr das gern herausfinden. Bei all eurem Wissen über Geister und Teufel. Was ich über Blut und Kampf weiß, nutzt in dieser Situation wenig. Herrin Duarte, wenn ich euch helfen kann, könnt ihr mich zu Hause besuchen. Es ist gleich auf der anderen Straßenseite. Hey, ich grüße dich. Willkommen beim Stream, Negan. Nun, Gouverneur, ich hoffe, du hast auch wollt einen ihr gehen oder bleiben? Ich will bleiben. Hatte noch gelockt, solange ich unsere Kolonie hat furchtbar gelitten. Aber wir sind es wert, gerettet zu werden. Und jetzt, wo ihr hier seid, wird das auch geschehen. Bitte akzeptieren Sie mein aufrichtiges Beileid für den Verlust Ihres Freundes. Das Ableben unseres Pastors schmerzt uns sehr. Charles Davenport war ein gebildeter und selbstloser Mann. Wahrlich, der Stolz von auf jeden Fall. Es bereitet mir großes Leid, dass wir seine Leiche auf dem Friedhof gefunden haben. Mehr noch betrübt mich, euch sagen zu müssen, dass wir nicht wissen, was ihm auf so tragische Weise das Leben kostete. Was ist eurer Meinung nach passiert? Konnten die Ärzte ihn nicht retten? Was glaubt ihr, was passiert ist? Ich müsste raten, aber das nützt wenig. Es ist jedoch offensichtlich, dass Charles' unerwarteter Tod mit seiner Untersuchung des Fluches zusammenhängt. Ich versuche in aller Bescheidenheit und in der Abwesenheit des Pastors, uns alle mit Leib und Seele vor unserer ständigen Gefahr zu schützen. Sehen Sie, in meiner Jugend galt ich auch ein wenig als ein Dämonologe. Ein ziemlich guter sogar, also ich wenn ich das spoilern, so sagen irgendwie. Darf. Wir sind keine Dämonologen. Und Charles war es auch nicht. Empfängt seine Witwe Esther Besucher? Witwe Davenport ist zu Hause und geht nicht viel aus. Ihr Haus liegt am Hafen. Ich bot Charles ein Haus mit Blick auf eine schöne Wiese an. Aber er lehnte das ab. Er zog das Dorfleben vor. Sprecht mit ihr, wenn sie euch empfängt. Ah, okay. Aber sie weiß auch nicht mehr über den Tod ihres Mannes als wir. Warum ist die Stadt so leer? Warum ist die Stadt so leer? Von allen, die nicht gestorben sind, sind wir die wenigen, die geblieben sind. Auch wenn sich unsere Gründe dafür unterscheiden, so haben doch alle Verbliebenen im Angesicht des Unglücks großen Glauben und Mut bewiesen. Wohin sind sie gegangen? Diejenigen, die fort sind. Wohin gingen sie? Nach Boston. Entlegene Siedlungen, irgendwohin, überall hin. Obwohl, wie ihr vielleicht wisst, die Straßen wegen des Wetters unpassierbar sind. Manche glauben, dass der Weg durch den Düsterwald die Erlösung liefert. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wir müssen unsere Stellung halten. Werden Sie zurückkehren, wenn der Fluch gebannt ist? Ich hoffe es inständig. Hier ist Ihr Zuhause. Aber wir haben die Kinder vor einiger Zeit weggeschickt und viele konnten nicht ohne sie leben. Wenn wir diese Situation nicht schnell lösen, wird die Gemeinschaft von New Eden zerbrechen. Vielleicht für immer. Studiert ihr Dämonologie? Ihr seid also Dämonologe? Das bin ich. So wie es mein Vater vor mir war. Glaube und Wissenschaft sind unsere beiden Kompasse.
Sie liefern ein tieferes Verständnis der Geheimnisse Gottes grüner Erde und derer, die sie bedrohen. Und was haben euch eure Kompasse über den Fluch gesagt? Sie haben mir gesagt, dass Reverend Davenport besser für die Lösung unseres Problems geeignet ist als ich. Deshalb seid ihr hier. So war es abgesprochen. Ich werde für die Kolonie stehen, als moralische Autorität, sagte ich. Als Anker und Fels, wenn Charles und seine Verbanner den Fluch aufheben, sagte ich. Heldenmütige Arbeit, rundum. Heldenhafte Taten für alle. In der Tat, Madame, in der Tat. Aber wir tun es trotzdem, weil wir es müssen. Ja, weil wir es müssen. Dankeschön, Andreas. Vielen Dank, Rudi. Über den Fluch. Was könnt ihr mir über den Fluch sagen? Ich sage euch, schon seit vielen Monaten leiden wir schwere Not. Und es wird immer schlimmer. Zuerst gab es die Pest und Krankheiten. Dann kamen die Albträume. Dann kam der Wahnsinn. Und am Ende kam der Tod. Und der Tod bleibt. Aber ehrlich gesagt, halte ich das Wetter für den schlimmsten Fluch. Dieser nicht enden wollende Winter lastet schwer auf uns. Schlimmer noch, er hält uns hier gefangen. Was war die Ursache? Was glaubt ihr, hat den Fluch verursacht? Das ist eindeutig, wenn ich das bescheiden sagen darf. Der Abgrund spuckt seine Brut auf New Eden aus, um Gottes arme Geschöpfe leiden zu lassen. Was das Wesen des Dämons angeht, dafür bezahlen wir euch, um das herauszufinden. Unser verstorbener Freund Charles stand vor einer Herkulesaufgabe und hat sich ehrenvoll daran versucht. Ich fürchte, dass ihr mehr leisten müsst. Unser Vertrag steht. Wenn ihr dem zustimmt, dann steht unser Vertrag in der Tat. Für Charles. Gut. Für Charles. Jetzt haben wir mit dem netten Herrn genug gequatscht erstmal. Danke. Wir haben, was wir brauchen. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ich habe persönlich veranlasst, dass für euch das alte Schulhaus vorbereitet wird. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Hey Paul, ich grüße dich auch. Also euch allen erstmal einen wunderschönen Mittwochabend. Ich wollte jetzt nicht dazwischen quatschen wegen dem Dialog gerade. Hinweis vom Gasthof. Per Ankündigung in der letzten Bürgerversammlung schließe ich hiermit die King's Arms Taverne und gebe den Stadträten den Schlüssel. Bis der Fluch gebannt und meine Rückkehr erfolgt ist, wird weder Bier verkauft noch getrunken. Die Lager und Schlafzimmer sind verschlossen. Gott segne euch. Charity Rugged. Warte, ich schick dir gleich mein Bild. Gleich, aber. Ja, gar kein Problem. Sag Bescheid einfach. Hier, Red. Wirst du gleich sehen. Ich denke mal, das wird ja gleich das hier noch so der Anfang. Der Kompass zeigt Richtung, Charles, und Entfernung zu diese einem verfluchten Meeresstürmer. Wären wir noch früher hier gewesen. Ja, ich weiß. Wie Charles sagen würde, ein neuer Tag, eine neue Seele, die es zu retten gilt. Was geil aussieht, ist hier... Diese Leute sind dumm, wenn sie glauben, dass Gebete sie retten können. Wir sollten zu Esther gehen. Ich glaube, der Gouverneur hat gesagt, ihr Haus steht oberhalb der Docks. Ich bin schon direkt vom Hausmann. Andreas, danke schön, Bro. Danke fürs Teilen. Vielen lieben Dank. Andrea. Red. Ich glaube, die haben gesagt, so ein Action-Adventure. So wie The Witcher ungefähr. Also mit The Witcher zu vergleichen. Kommt rein. Ich schlief kaum aus Angst, ihr würdet nicht kommen. Ich bin ratlos. Würde Gott mir überhaupt erlauben, euch in diese dunklen Zeiten hineinzuziehen? Esther, jetzt bist du nicht mehr allein. Wir sind hier,
Es tut mir so leid, dass wir nicht rechtzeitig da waren. Wirklich. Ich weiß, Charles hat es immer wieder gesagt. Hab Vertrauen. Sie werden kommen. Hätte er nur selbst an seinem Glauben festgehalten. Was ist mit ihm geschehen? Armer Charles. Auch nur ein weiteres Opfer des Fluchs von New Eden. Ihr wisst, wie er ist. War ruhelos. Ungeduldig. Autsch. Zwar hatte er euch, seine Freundin, nicht aufgegeben, aber er konnte nicht mehr warten. Ich glaube, er hat versucht, den Fluch aufzuheben. Auch ich habe Fragen. Aber ich habe keine Antworten. Und einen Ehemann habe ich auch nicht mehr. Wie war es früher? Wie sah euer Leben denn früher aus? Ihr wisst schon, vor all dem hier. Vor dem Fluch. Es war eine geschäftige und aufregende Zeit. Charles hat sich intensiv mit der Gemeinde hier beschäftigt. Er war überall dabei. Die Leute haben sich auf ihn verlassen. Sicherlich ist das jetzt jemand anderes. Aber es wird nicht dasselbe sein. Ich gebe dir die Daumen hier auf jeden Fall. Mir geht's gut heute. Ich hoffe, dir geht's auch besser. Ich hoffe, du fühlst dich gut. Gott, ich bin wer für dich. Über Governor Haskell. Was könnt ihr mir über den geschätzten Gouverneur Haskell erzählen? Fairfax Haskell ist sehr belesen und gebildet, aber manchmal ist er furchtbar steif. Er interessiert sich wie Charles für das Unbekannte, aber seine Leidenschaft scheint weniger von praktischer Natur. Er ist ein Akademiker. Dennoch, gut zu wissen, dass unser Gönner unsere Arbeit zu würdigen weiß. Wir trafen auch den Hauptmann und die Jägerin, Thickskin. Kennt ihr die beiden? Ich finde das Verhalten von Thickskin Newsmith etwas beängstigend. Aber sie hat ein gutes Herz. Und wie man hört, ist sie eine gute Jägerin. Danke, Kevin. Captain Pennington hat einen guten Ruf als Soldat. Setz dich gerade hin, du Lappen! Er hat eine ironische Art an sich, aber ich vermute, dass er hinter all dem nur traurig ist. Charles dachte das auch. Es gibt Wunden unter Saul Penningtons Rüstung, sagte er, die die Zeit und Gott noch nicht geheilt haben. Natürlich, das ist halt auch so wie so Witcher, so ein Action-Adventure, halt, wie gesagt, viel Dialoge führen, ne? Aber auch viel Action. Normal, der Anfang fängt natürlich auch jetzt so ein bisschen gemächlich an. Gibt es etwas, was wir wissen sollten? Gibt es etwas, das wir wissen sollten? Herr, erlöse mich, denn ich ertrage das nicht. Ich kann es nicht ertragen und Charles hat es nicht verdient. Irgendetwas, Esther. Es wird auf jeden Fall gleich tragisch, bitte. Schon gleich am Anfang. Ich habe die Anwesenheit von Charles im Haus gespürt. Sein Geist verweilt dort. Er braucht Hilfe. Immer nicht zu viel verraten. Wenn er hier ist, gebe ich erst dann Ruhe, wenn er auch seine hat. Hier in dem Spiel. Versprochen. Das ist gleich tragisch. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Wir fangen mit dem Haus an. Charles' Papiere befinden sich in seinem Büro. Nehmt euch, was ihr braucht. Aber das ist eigentlich jedem bekannt, der sich ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt hat. Und ich denke mal, weil, da ihr das alle noch nicht kennt, wir sehen uns habt ihr mal euch auch um, nicht wenn das in Ordnung gefasst. Ist. Ich habe natürlich alles Mögliche verschlungen darüber. Kann ich euch behilflich sein? Bleib hier. Wir finden den Weg. Du hast deinen ersten Hinweis freigeschaltet. Er enthält wichtige Informationen über die Person, mit der er verknüpft ist. Du kannst diese Hinweise jederzeit über dein Menü für die Spukermittlung aufrufen. Spukermittlung. Da, Spukermittlungen. Auf jeden Fall ist das Spiel von den Life is Strange machen, für die, die es nicht wissen. Die alten Freunde. Landung. Herausfinden, warum Charles Geist verweilt. Untersuche das Arbeitszimmer. Untersuche das Schlafzimmer. Suche nach ihrem Freund Reverend Charles Davenport. Fairfax Haskell, der Governor von New Eden. Kann ich da runtergehen? Berichtete den Verbannern von Charles Tod, nachdem sie sich der Gleichgültigkeit des Vertrags über die Aufhebung des Fluchs von New Eden vergewissert hatten. Besuchten Antea und Red Esther Charles trauernde Witwe. Diese erzählte ihnen, dass es seine Anwesenheit spürte. Wie beunruhigend. Jetzt untersuchen wir erstmal alles um den Geist. Wo wohnt ihr denn, meine Lieben? Der Gouverneur hat ein Zimmer im Schulhaus für uns herrichten lassen. Im Schulhaus? Wollt ihr nicht lieber hierbleiben? Das wäre doch viel bequemer. Das ist sehr freundlich, aber wir haben einen langen Tag vor uns. Wir wollen nicht zur Last fallen. Ich habe nicht viel.
Aber versprecht mir, dass ihr morgen zum Essen kommt. Um der alten Zeiten willen. Natürlich. Liebe Bärbel, erhol dich mal, weil du es wild getrieben hast auf dem Karneval. Bündel von Briefen von Charles. 21. Februar 1687. Meine liebe Esther, und wie sehr sehne ich mich nach... Dankeschön, Finja. Vielen Dank. Oh, wie sehr sehne ich mich nach Hause. Auch wenn diese Arbeit in den mystischen schottischen Highlands zweifelsohne aufregend ist. Aber ich vermisse unser holdes Zuhause. Doch weiß ich, dass mich nur noch wenige Monate von deinem liebenden Armen trennen. Diese Erfahrung wird mein Wissen bereichern. All das tue ich, um dich vor den dunklen Welten zu schützen, die uns umgeben. Deine Liebe und dein Vertrauen treiben mich in diese geheimnisvollen Verstrickungen und bringen mich zu Höchstleistungen. All dies tue ich für dich, denn ich begreife meinen Platz auf dieser Erde, wenn ich den Stolz in deinen Augen sehe. Ich weiß, dass ich stärker sein kann, dass ich alles tun kann, solange du mich mit diesen ihr eigenen Funkeln anblickst. Ich denke an dich, auf ewig, dein geliebter Charles. Brief? Da ist ein Brief. Was, alles das Gleiche? Oder? Ach nee, das ist was anderes. 5. Januar 1685, meine geliebte Esther, wie sehr sehne ich mich danach, dich in meinen Armen zu halten. Die Ankündigung unserer Heirat war für mein Herz wie eine Köstlichkeit für meinen Gaumen, eine Süßigkeit, von der ich nicht genug bekommen kann. Endlich werden wir zusammen sein, für immer und ewig, bis zu dem Tag in vielen Jahren, an dem wir alt sind und der Tod uns schließlich scheidet. Nur der Tod kann die Liebe zwischen uns löschen. Und doch weiß ich, dass nicht einmal der Tod die zärtlichen Regungen meines Herzens zum Erliegen bringen kann. Alles soll für unsere Ehe perfekt sein. Ich werde dir jeden Tag schreiben, bis zu dem gesegneten Augenblick, in dem ich dir endlich jenseits aller Briefe persönlich sagen kann, was ich für dich empfinde. Du bist in meinen Gedanken. Dein Geliebter auf ewig, Charles. Leute, weiter jetzt. Ich weiß natürlich jetzt gar nicht. Das ist natürlich jetzt alles noch, wie gesagt, Tutorial. Nur schottische Melodie in G-Dur von Henry Purcell. Purcell? Etwas Leichteres konntest du nicht finden? Zurzeit fehlt mir die Muße zu spielen. Unfassbar, dass du deinen Flügel mit nach Neuengland genommen hast. Das hat mich ein Vermögen gekostet. Aber man kann eine Pianistin nicht von ihren geliebten Tasten trennen. Brief von Eleanor Combs, November 1694. Mein liebster Charles, wie sehr freue ich mich über deine Worte. Es ist immer schön von dir zu hören und zu wissen, dass es dir und deiner geliebten Esther gut geht. Ich habe mich mit unseren Brüdern in London in Verbindung gesetzt, aber leider konnten wir in unseren Archiven nichts finden, was deiner Beschreibung der Ereignisse aus New Eden entspricht. Wie dem auch sei, solchen und ewig währenden Winter sind vielleicht zu allgegenwärtig, als dass wir die genaue Ursache herausfinden könnten. Eine bessere Antwort habe ich leider nicht. Ob es sich um Zauberei, das Vorhandensein eines Dekrets oder etwas ganz anderes handelt, können wir nicht sagen. Ich kann dich nur ermuntern, deine Forschungen fortzusetzen und all deine Beobachtungen zu notieren. Unsere Bruderschaft der St. Paul's Stowell ist in der neuen Welt so wenig präsent, dass jede neue Information sehr wertvoll sein wird. Pass bitte gut auf dich auf, mein Freund. Ein herzlicher Gruß, Eleanor Combs. Ja, das ist ein bisschen geschwollen. Ich wusste nicht, dass Eleanor und Charles noch in Kontakt stehen. Die St. Paul Bruderschaft ist eine Fessel, die bindet. Das zu lesen, ne? Dadurch, dass der Text aus dieser Zeit ist, ist nicht ganz einfach. Wenn wir nur gewusst hätten, was uns bevorsteht. Waren noch andere Besucher hier? Die meisten trauen sich nicht aus ihren Häusern. Obwohl Mr. Bachelor mich besucht hat. Das war sehr nett von ihm. Der ist von Charles. Als hätte er sie nie verlassen. Habt ihr Hunger? Okay, die scheinen auf jeden Fall Musiker hier zu sein. Ich dachte, wir wollten morgen zusammen essen. Macht keine Umstände. Hebt deine Vorräte auf, Esther. Mir geht's gut. Wirklich. Hier können wir noch mehr herausfinden. Ja, aber es wird sehr, sehr schwer, das zu lesen, ne? Muss ich auf jeden Fall erstmal umgewöhnen. Läuft noch nicht raus. Wir müssen jetzt erstmal hier oben in dem Arbeitszimmer umschauen.
Aber wahrscheinlich, wenn ich jetzt erstmal... Charles ist immer noch hier und Esther ist völlig verzweifelt. Sie verlor ihn, nun ist er wieder da, als grässliche Gestalt. Das muss unerträglich sein. Wenn ich erstmal einige Briefe vorgelesen habe, werde ich mich wahrscheinlich dran gewöhnen. Schachfigur. Wertvoller König aus einem Schachspiel, geschützt durch eine Glaskuppel. Eine der Figuren, mit denen er mir das Spielen beigebracht hat. Die kenne ich. Ein Erinnerungsstück an seine Lieblingsschülerin? Oder zur Erinnerung, dass er mich noch nicht besiegt hat. Weißt du noch, wie er die plötzlich trug, um weiser und älter auszusehen? Ach, der wollte doch nur seinen Haarausfall verbergen. Ey, nichts gegen Männer mit Haarausfall, ja? Da fühle ich mich irgendwie getriggert. Der Glaube war immer sein Licht in der Dunkelheit. Sowohl in Bezug auf die Menschen als auch auf Gott. Er war ein guter Mann. Ich erinnere mich immer noch gut daran, wie er deinen ersten Verbannerring fertigte. Jetzt siehst du diesen Augenblick in einem viel positiveren Licht als damals. Zu unbedarft für eine echte Heimsuchung, das hast du doch gesagt. Das warst du ja auch. Trotzdem, angestellt hast du dich ganz gut. Weiter geht's. Willkommen zurück, Bro. Gekritzelte Bibelverse. Hiob 7, 13, 15. 13, wenn ich dachte, mein Bett soll mich trösten, mein Lager soll mir mein Jammer erleichtern. 14, so erschreckst du mich mit Träumen und machtest mir Grauen durch Gesichte. 15, dass meine Seele sich wünschte, erwürgt zu sein und mein Leib wünschte den Tod. Sie kommt in Träumen zu mir. In den Notizen von Charles kommt hier Kapitel 7, Verse 13 bis 15 vor. Ich suche nach dem Bibelspruch. Red, du hast was fallen lassen. Red, du hast was fallen lassen. Charles Notizen. Was ist all diesen Träumen gemein? Sind sie die Verheißung eines jüngsten Gerichts oder ein kommender Albtraum? Visionen, Vorahnungen? Checkt jemand dahinter? Wer ist das wahre Ziel und was hat diese Wut ausgelöst? Ich muss wissen, wie sie in unsere Köpfe gelangen. Der Schlaf schenkt keine Ruhe mehr und das darf nicht von Dauer sein. Nur verwirrtes Geschwafel.